Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mr. Katafie, euer Let's Play in das Kaninchen und heute wollen wir uns Crown Takers angucken. Ein kleines Indie-Spiel mit Roguelike-Elementen, RPG-Strategie, wie dem auch sei. Wir sind ein mutiger Recke, der einer großen Queste nachgeht und dafür durch zufallsgenerierte Karten läuft, Söldner anheuert, die einem dabei helfen, die Bösewichte zu besiegen, Items sammelt und seine Charaktere ein bisschen Stück für Stück verbessert. Das Besondere ist, man kann nicht speichern und laden, man läuft so lange durch, bis man entweder das Spiel, also die Aufgabe erfüllt oder stirbt und dann muss man neu anfangen, man schaltet aber immer weiter stärkere Recken frei. Wir klicken einfach auf Normal, das ist das wahre Spielerlebnis mit unserem Stufe 1 Helden. Ich könnte auch leicht nehmen, dann nehmen wir sozusagen das, was wir beim letzten Mal hatten, wieder auf. Aber wir wollen uns das richtige, wahre Spielerlebnis anschauen. Willkommen auf den Ländereien des Herzogs von Isire. Ihr seid noch einige Wegstunden von der Burg des Herzogs entfernt, aber Vorsicht, euer Abenteuer beginnt hier. Wir schauen uns das Intro an. Ein kleines Zimmer. Unser Held schläft friedlich in seinem Bett. Offensichtlich. Süßes Bett, ne? Fantastisch. Mit dem Huhn da. Das muss er sein. Wach auf, mein Sohn. Hä? Wer ist da? Keine Angst. Ich bin es, dein Vater, König Jandrik von Arias. Ich spreche in deinem Geist zu dir. Was? Mein Vater? König Jandrik? In meinem Geist? Ja, ich bin dein Vater und alle, die von meinem Blute sind, haben die Fähigkeit, telepathisch miteinander zu kommunizieren. Mein Gott, jetzt werde ich wahnsinnig. Beruhig dich. Ich nutze das Wenige, das mir an Lebenskraft verbleibt, um dies zu tun, also höre mir aufmerksam zu. Wie du vielleicht weißt, hat mich der Herzog Thomas von Isire betrogen und entthront. Er hält mich in diesem Moment in seinem Kerker gefangen. Die schrecklichen Kämpfe zwischen unseren Armeen haben die Truppen des Herzogs geschwächt, wenn auch nur für kurze Zeit. Daher sollte es einer kleinen Gruppe möglich sein, in die Burg einzudringen und mich zu befreien. Aber ich bin ein Niemand. Ich kann kaum die Rüben hier auf dem Hof anpflanzen. Das Blut vieler großer Generäle fließt in deinen Adern. Ich vertraue dir voll und ganz. Deine Brüder sind gescheitert, aber dir wird es gelingen. Wenn du mich befreist, werde ich dich über deine kühnsten Träume hinaus belohnen und vielleicht wird dir eines Tages gar mein Thron gehören. Aber bitte beeile dich, bevor der Herzog mich hinrichten lässt. Mein Sohn, du bist meine einzige Hoffnung. Das sagte ich meinen 118 anderen Söhnen vorher auch schon. So, und wir können uns jetzt unseren Helden aussuchen. Wir können uns hier aussuchen, weil es gibt drei verschiedene Varianten von jedem Charakter, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Wir sehen hier, es gibt Stärke, das beeinflusst, wie viel Schaden wir machen. Kritisch, die Wahrscheinlichkeit, kritische Angriffe zu machen. Ausweichen, Präzision. Bewegung ist, wie weit wir gehen können. Und Reichweite ist, wie weit wir angreifen können. Ziemlich selbsterklärend. Und dann haben wir noch spezielle Fähigkeiten. Er hat zum Beispiel Eile. Er hält im Nahkampf keinen Malus. Und er kann mit einem anderen Söldner die Position tauschen. Finde ich nicht so toll. Finde ich den ein bisschen cooler, die Variante. Da habe ich nämlich, dass ich dreimal am Stück angreife. Dafür habe ich aber weniger, beziehungsweise gar keinen Ausweichen. Um die Sachen freizuschalten, muss man bestimmte Dinge erreichen. Hier zum Beispiel 50% Ausweichwahrscheinlichkeit. Das wäre natürlich mit diesem deutlich einfacher, weil er schon mit 10 startet. Bla bla bla. Jetzt habe ich ihn noch genommen. Wayne. Egal. So, wir hätten hier den Narren, der uns das Ganze auch erklären würde, das Spiel, wenn wir noch keinen Plan hätten. Ich habe aber Plan. Außerdem ist das Spiel wirklich leicht verständlich. Es macht halt super viel Spaß und man findet super schnell rein. Und ja, wichtig sind hier oben die, also was man jetzt sieht, das hat es wirklich sehr, sehr, minimalistisch gehalten. Wir haben hier oben Erschöpfung. Alles, was wir tun, immer wenn wir Zeit verbrauchen, kostet es Erschöpfung, beziehungsweise kostet es Energie. Damit kriegen wir Bonus und Mali. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Bonus auf Präzision. Das geht dann später so weit, dass wir weniger Schaden machen und dergleichen. Und hier unten ist eine Tagesanzeige, die
anzeigt, wie viele Tage wir schon im Spiel sind. Das ist zum einen wichtig, weil wir haben nur begrenzte Zeit. Das eine Mal, als ich bis zum Herzog vordringen konnte, war es Tag 18 und da war es zu spät. Da war der König schon tot. Und alle Gegner, die auf dem kompletten Weg sind, also auf diesem kompletten Weg, der 8 Abschnitte, werden mit jedem Tag stärker. Das heißt, je länger ihr braucht, desto schlimmer werden die Gegner, die euch entgegentreten. Das ist insoweit wichtig, weil ihr damit bestimmte Special, ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt schon was, egal. Wir können Sachen durchsuchen und damit bestimmte Tränke, Geld oder Ausrüstungsgegenstände finden. Und ihr seht jetzt schon, die Uhr läuft weiter, wenn wir uns bewegen, nur wenn wir wirklich Aktionen machen. Hinter all dem Vorhang aus strömendem Regen ahnt ihr einen Wachturm. Der Turm wurde leergeräumt und es ist schwer zu sagen, wann das letzte Mal jemand hier war. Jedenfalls wirkt es sauber und das Dach hat keine Löcher. Wir können jetzt mehrere Aktionen machen. Wir können zum Beispiel durchsuchen, unterschiedliche Zeit. Je mehr Zeit wir verbrauchen, desto stärker werden die Gegner, aber auch die Wahrscheinlichkeit, bessere Items zu finden, ist höher. Oder wir können rasten, was unsere Erschöpfung wieder minimiert. Wir sind am Anfang, wir investieren sehr viel Zeit, finden einen weiteren Trank. Unter der großen Menge an Material findet sich schließlich einiges an interessanten Objekten. So. Und wir wandern einfach mal noch ein bisschen umher. Da ist ein Schmied, den gehen wir erstmal an. Dem Schild von der Tür zufolge hat der Schmied 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag geöffnet. Der arme Typ. Beim Schmied stehen dir viele Möglichkeiten zur Verfügung. Der Schmied ist ganz, ganz wichtig, denn ihr habt bei allen Söldnern und eurem Helden eine Waffe, eine Rüstung und einen Ring und ihr könnt diese upgraden mit bestimmten Dingen, die ihr findet. Hier zum Beispiel das Tuch, da steht es auch, vom Schmied verwendet, um deine Rüstung auf Stufe 1 aufzuwerten. Ich sortiere mal ganz kurz ein bisschen. Und ich kann das jetzt machen. Was bringt das? Ich habe einen Rüstungsslot. Ich habe jetzt hier einen Runenslot frei. Je höher die Stufe der Rüstung ist, oder generell der Ausrüstung ist, desto mehr Runen kann ich reinbringen. Runen sind unterschiedlich nützlich. 3 Lebenspunkte ist ganz cool, vor allem, wenn wir vorhin eine 7 hatten. Und, ja. Kostet nichts, das ist sehr schön. Und wir können diese Runen auch jederzeit wieder rausnehmen und austauschen, wenn wir bessere finden oder sagen, die Rune wäre bei einem anderen vielleicht besser. Was haben wir hier? Kritische Treffer fügen 3 Schadenspunkte extra zu. Das klingt fantastisch, das kaufen wir uns auf jeden Fall mal. Und das ist eigentlich sehr gut. Ein Rüstungsschutz ist cool, reduziert die Aufladezeit. Ich habe keine Fähigkeit, die ich nutzen würde. Deswegen das Buch verticken wir einfach mal. Man stand das da, können wir verkaufen. So. Mehr kritischer Schaden ist mehr gut. Und ich habe zwar 3 Lebenspunkte jetzt weniger, aber Rüstungsschutz ist sozusagen hier nicht wirklich, dass es Lebenspunkte sind, die ich extra bekomme. Hier steht es, ein Tag ist vergangen und deine Feinde sind stärker geworden. Oh mein Gott. Sondern es sind sozusagen Angriffe, die komplett abprallen. Egal wie viel Schaden der Gegner machen würde, wenn ich eine Rüstung habe, zieht er auch nur eine Rüstung ab, auch wenn er 20 Schadenspunkte machen würde. Es gibt bestimmte Runen, die dagegen wirken, sodass man zum Beispiel mehr Rüstungsschaden anrichtet. So. Das kennen wir schon. Wir durchsuchen, wiederfinden einen geheimnisvollen Pilz. Sarcosphera Coronaria. Aha. Ein Widerstandstrank fügt 1 magische Rüstungspunkte zu. Sehr schön im Kampf. Und ein Apfel, der Lebenspunkte regeneriert. Hier ist noch zum Beispiel wichtig zu sagen, Tränke können wir im Kampf anwenden, solche Sachen wie Äpfel, also Nahrungsmittel, können wir nur außerhalb von Kämpfen anwenden. Wir können Objekte nur einmal durchsuchen, den Schmied können wir aber jederzeit wieder besuchen. Jetzt haben wir einen Wolf, wir sehen über dem Wolf, über dem Gegner sehen wir so eine Anzeige, das zeigt an, wie stark der Gegner ist. Die Wölfe sind erschreckend schwach, wir können kämpfen, wir könnten aber auch mit Geld diesen Kampf umgehen, aber wozu? Wir sind hier nicht, um irgendwie hier was zu umgehen, sondern wir sind hier, um zu kämpfen. So, das ist das Kampfmenü, kennt man aus verschiedenen anderen Spielen auch schon. Die ganze Heroes of Might and Magic Reihe zum Beispiel basiert hier auf diesem Hexagonalsystem oder verschiedene andere Spiele. Wirklich, ganz, ganz viele andere Spiele. Wir haben Bewegungsfelder, die wir uns bewegen können. Das sind die angezeigten grünen. Und jeder Charakter hat 2 Aktionen. Das sind diese Sterne unter den Charakteren. Wichtig bei den Figuren sind die verschiedenen Pfeile, die hier angezeigt werden. Rot heißt, das sind die Pfeile, auf die sie reagieren können, wenn sie zum Beispiel Gegenangriffe können. Und ich würde hier stehen
und ich würde ihn angreifen, würde er zurückschlagen können. Hier würde er dementsprechend nicht zurückschlagen können, weil hier kein roter Pfeil ist. Das Gelbe ist der Rücken. Das bedeutet, hier habe ich eine 100%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen und ich mache in der Regel deutlich mehr Schaden. Wir gehen dementsprechend hier hin und hauen ihn mal ordentlich mit unserem Schwert direkt 2 bis 4. Hatten wir einen Schaden 2, ist das Minimum 4, das Maximum, wir haben gleich das Maximum gemacht. Das war erschreckend schnell, aber das war unser erster Kampf. 10 Erfahrungspunkte. Hey! Und wir kriegen noch ein Eisen und Geld. Okay. Wir haben noch Zeit, der Tag hat ja gerade erst begonnen. Wir gehen nochmal zum Schmied. Dadurch, dass wir jetzt Eisen haben, werte ich einfach mal meine Waffe auf. Habe ich da schon mal... Hatte der Händler vielleicht eine schöne Rune dafür? Ach nee, das war ja das. Na gut. Und das war auch schon der erste Abschnitt. Jetzt geht es auf in Abschnitt 2. Ich kann nicht wieder zurückreisen. Das sagt mir im Endeffekt dieses, diese Meldung hier, dass ich darauf achten soll, wenn ich zum Beispiel die Karte noch nicht komplett erkundet habe, ob ich es noch erkunden möchte. So, die nächste Region. Noch nicht komplett erkundet, logisch. Und wir sind hier bei der Herberge zur Alten Eiche. Als ihr tropfnass vom Regen weiterlauft, bemerkt ihr eine kleine Herberge. Ein perfekter Platz, um eure nasse Kleidung zu trocknen und auf das Ende des Regens zu warten. In der Herberge bieten sich viele Möglichkeiten, zum Beispiel Söldner anzuheuern. Wir haben mehrere Möglichkeiten, wir können einen Söldner pro Herberge anheuern. Hier hätten wir Melik, den habe ich freigeschaltet. Wie man Söldner freischaltet, ist, dass man im Spiel Aufträge für sie erfüllt. Also man kriegt Quests unterwegs und wenn man bestimmte Quests erfüllt, kriegt man diese Söldner beim nächsten Spieldurchlauf. Das heißt, jedes Mal habt ihr mehr Möglichkeiten und auch bessere Möglichkeiten. Denn er hat hier zum Beispiel die fantastische Fähigkeit Banner der Stärke, das 2 Stärke erhöht, also die Stärke für Verbündeter um 2 erhöht. Das ist ziemlich mächtig. Und ich nehme ihn einfach mal, weil ich ihn noch nie dabei hatte. So, wir können dann noch die Kellnerin befragen, die hat natürlich noch ein paar Sachen. Den Dietrich möchte ich auf jeden Fall haben. Verschafft ihr Zutritt zu fast jedem Ort. Sehr wichtig, wenn man zum Beispiel Truhen findet. Und ein Käse, um Stärke und Ausdauer zurückzugeben, heilt 2 Lebenspunkte bei allen. Ist nice. Was habe ich denn hier für Tränke? Der kann weg. Aber ich möchte erstmal jonglieren. Ein Spielmann fordert die Umstehenden zu einem Jonglierwettbewerb heraus. Na, da machen wir doch auf jeden Fall mit. Und wir verlieren. Damit ist unser Geld weg. Beim Wirt könnten wir entsprechend ein Zimmer anmieten, um uns auszuruhen, unsere Erschöpfung wieder aufzufüllen, beziehungsweise wegzukriegen. Und hier haben wir ein Wolfsrudel, die schon deutlich stärker sind. Aber wir haben ja auch einen Recken mehr, der im Wachenmodus 2-mal zurückschlagen kann. Cool. Das ist cool. Vielleicht können wir das gleich mal sehen, je nachdem wie der Kampf läuft. Je weiter man fortschreitet, desto mehr Gegner und desto mehr Taktik ist auch vonnöten, denn die Positionierung wird immer wichtiger. Es gibt zum Beispiel Reaktionsangriffe, wenn ich meine Leute so hinstelle, dass sie einen Gegner von mehreren Positionen aus, also wenn zum Beispiel 2 Leute an einem Gegner sind und der Gegner greift einen der beiden an, kann der andere einen Reaktionsangriff machen und damit vielleicht ihn schon ausschalten, bevor er dazu kommt, Schaden anzurichten. Das bedeutet, dass es sehr, sehr wichtig ist, gerade bei bestimmten Charakteren oder bei bestimmten Gegnern, die Position richtig zu setzen. So, wir haben dich. Du gehst mir auf jeden Fall gleich mal hier hin und haust ihm hier in den Rücken. Kritischer Treffer, 8 Schaden. Oh mein Gott, fantastisch. So, was ist passiert? Wir haben uns bewegt, einen Aktionspunkt. Wir haben angegriffen, 2. Aktionspunkt. Warum kann ich jetzt noch etwas tun? Für jeden Kill bekommt hier einen Aktionspunkt. Das bedeutet, bestimmte Charaktere können fast, also wenn sie wirklich gut ausgestattet sind, immer wieder angreifen, weil sie halt einfach instant töten oder bestimmte Gegner einfach wegsnacken ohne Probleme. So, wir gehen hier hin und jetzt kann ich die Richtung auswählen, in die, weil meine Aktionen aufgebraucht sind, er jetzt stehen bleibt. Das ist wichtig, wenn ich mich jetzt so hinstelle, habe ich in alle 3 Richtungen die Möglichkeit zu interagieren und mein Rücken ist geschützt, weil in den Rücken keiner ran kann. Unser Freund Blase hier kann sich in den Rücken des Gegners stellen. Heimtürkischer Angriff, 100%. Ja, das war ja noch nicht gerade die fantastische Schadensmenge, die hier oft hat, aber er hat Maximum Schaden gemacht. Er kann nur 2 bis 3.
Und wir kriegen Schaden. So. Und er könnte hier zum Beispiel Wache. Damit kann er Gegenangriffe machen. Hätte ich das jetzt gemacht und nicht angegriffen, hätte er zurückschlagen können. Naja. Außerdem hat man einen Bonus auf Ausweichen. So, du musst aber weg hier, mein Freund. Kusch. Ganz wichtig ist auch, Lebenspunkte füllen sich nicht von alleine wieder auf. Deswegen gibt es zum Beispiel solche Heiltränke. Fressen oder gefressen werden, das ist der Lauf der Natur. Ihr habt gerade bewiesen, dass ihr immer noch ganz oben in der Nahrungskette steht. So, und fantastisch, wir sind doch gleich beim Schamid. Wir haben allerdings nichts zum Aufwerten, aber vielleicht hat der Händler was, um aufzuwerten. Reduziert auf 20% kritische Treffer. Haha, minus 3 Stärke, machst du überhaupt gar keinen Schaden mehr, so ein Tank. Für den Tank. Warte mal, das ist Unsinn. Den nutze ich sowieso nicht, das weiß ich. Kritische Treffer, ja komm. Immer her damit. So. Das Aufwerten selbst bringt keinen Bonus. Das heißt, Waffen die oder Rüstungen, die aufgewertet sind, sind nicht besser. Aber es gibt halt mehr Runenslots. So, ein Tag ist vergangen. Ich freue mich darauf, dich zu sehen. Und das wäre auch schon geschehen, wenn ich nicht in meinem eigenen Kerker eingesperrt wäre. Das ist der König, der uns immer wieder Informationen gibt, wie es gerade um ihn besteht. Und wie viel Zeit wir wohl noch haben. So, wir durchsuchen weiter und finden eine XP-Schriftrolle. Oh, oh, oh. Das ist natürlich cool. Können wir die gleich mal verwenden? Ich würde sagen, ja. Wir verwenden die gleich mal bei ihm hier. Obwohl, nein, bei unserem Helden. Hallo, es ist der Held. So, wir haben jetzt die Option auszuwählen. Entweder, das ist auch immer random, was kommt. Und was man auswählt, entscheidet halt darüber, wie man denn den Charakter spielen muss, natürlich. Ich mache mehr Stärke, heißt mehr Schaden. Und noch mehr Schaden, weil wir haben eh schon 30% Crit durch die Waffenrune. Bei natürlich mehr Crit-Wahrscheinlichkeit bedeutet auch, dass wir durch den Ring... Ja, das zähle ich natürlich... Naja, so. Wir haben ja den Ring, der uns mehr Crit-Wahrscheinlichkeit gibt. Mehr Crit-Schaden gibt. So, wir haben noch eine Hütte. Es ist keine Nobelherberge, aber das kleine Haus vor euch ist perfekt, um sich vor Regen zu schützen. Ein alter Schmied sieht euch misstrauisch entgegen, als ihr eintretet. Trotzdem lädt er euch ein, seine Waren zu betrachten. Was hat er denn? Sehr schön. Auf jeden Fall. Ich habe kein Geld. Das ist sehr gut. Kritischer Treffer. Oh, den Pilz will ich nicht verkaufen. Ich habe noch nicht herausgefunden, was mit diesen Pilzen auf sich hat. Ah, das wäre gut, dann hätte ich die Waffe aufwerten können. Ach, schade. Das ist für die Waffe Stufe 3, Waffe oder Rüstung Stufe 3. Ach, naja. Sollte wohl nicht sein, aber wir können ja jederzeit wieder zurückgehen. Wobei das natürlich Zeit verbraucht. Ganz klar. So. Wir werden das gleich einmal investieren. So, dann können wir dir nämlich auch einen Rüstungspunkt geben. Dann haben wir beide einen Rüstungsslot. Nein, das wollte ich gar nicht. Das passiert mir jedes Mal. So. Und nach unten gehen würde sich nicht lohnen, denn dort ist nur ein Bereich für, wenn man das DLC gekauft hat. Habe ich nicht. Also brauchen wir da nicht hinlaufen. Im flackernden Licht eurer Fackel entdeckt ihr einen Höhleneingang. Er ist groß genug, dass alle hindurchpassen. Dann durchsuchen wir das doch mal und finden ein Tuch, ein Stück Brie-Käse und eine Waffenrune mit kritischen Treffern. Sehr, sehr schön. Und die Wölfe hauen wir auch mal gleich weg hier. Und die belagern die Burg, das darf nicht sein. Oh, der hat 10 Lebenspunkte. Okay. Hierhin und zack. So, hat natürlich nicht wirklich viel Schaden gemacht. Wir schlagen wieder zu. So. Und ja, das ist das. Wir stehen jetzt so, dass meiner nochmal angreifen kann. Der Wolf wollte meinen Melik angreifen, aber unser Held konnte vorher zuschlagen und hat ihn damit getötet. Und damit habe ich vor Schaden geschützt. Und deswegen ist es super wichtig, auf die Positionierung der Leute zu achten. Ich nutze mal ganz kurz unseren Apfel, um zu heilen, denn ich möchte jetzt die Burg angreifen.
Die mächtige Burg vor euch wurde gebaut, um der Zeit selbst zu widerstehen und gehört offenbar einem reichen Lord. Nun müsst ihr herausfinden, auf wessen Seite er steht. Ihr werdet dem Lord vorgestellt. Ihn herauszufordern ist ein tödliches Risiko, aber wenn ihr siegt, werdet ihr eine reiche Beute einfahren. Und wir werden jämmerlich sterben, aber wir tun es trotzdem. Denn das sind 4 Leute, 2 Bogenschützen und 2 Leute mit Rüstung. Fantastisch. So, wir stürmen mit ihm gleich mal nach vorne zu den Bogenschützen. Bogenschützen müssen ein Feld weit vom Gegner wegstehen. Das heißt, die können ihn jetzt nicht mehr angreifen. Und weil sie keinen Nahkampfangriff haben, stellen wir uns einfach mit dem Rücken zu ihnen hin. Sehr schlau, ne? Ja, das ist eine fantastische Idee. Und du, mein Freund, gehst hier hin und gehst in die Wacherstellung. Damit kriege ich einen Ausweichenbonus und kann Gegenangriffe machen. Wir stellen uns wieder so hin, dass wir keine... Wir stellen uns so hin. Gut, und jetzt ist der Gegner dran. Das ist natürlich sonderlich dumm, denn er stellt sich so hin, dass ich den Gegenangriff machen kann. Da habt ihr das gesehen, die Rüstung fängt halt wirklich komplett den Schaden ab. Egal wie viel Schaden ich machen würde. Rüstung füllt sich auch nicht von alleine wieder auf, die ist jetzt also weg. Nicht gut. Und dadurch, dass meiner jetzt mit dem Rücken zu ihm stand, konnte er natürlich auch nicht angreifen. Es gibt keine Initiative in diesem Spiel. Wir können frei beliebig wechseln, wann wir mit wem angreifen wollen. Dementsprechend... Bam! So, und jetzt gehen wir hier wieder hin, um die beiden Bogenschützen zu verhindern, beziehungsweise die Bogenschützen zu behindern. Und dann stellen wir uns so hin. Das ist natürlich blöd. Ich kann den Bogenschützen töten, aber dann greift der Typ mich an. Machen wir trotzdem. Der hat halt einen Gelegenheitsangriff. Ach, du Schande. Dann noch gleich einen kritischen Treffer. Oh, auf jeden Fall. So, der. Das ist natürlich eher nicht gut. Ach, nee, da ist jetzt gleich tot. War klar. Verdammt. Naja, es war abzusehen, dass ich bei diesem Kampf nicht gut abschneiden werde. Daneben auch noch. Fantastisch. Wann trank der uns Rüstung? So. Sehr gut. Ah, verdammt. Und weil er... Wachen können halt wirklich ganz gut zuschlagen. Oh Gott, was ein harter Kampf. Oh mein Gott. Ah, wir können in seinen Rücken gehen und ihn dann töten. Das war ganz schön knapp. Wir finden ein Fernrohr. Macht die gesamte Kampfzone sichtbar. Sehr schön. So, und unser Charakter hier ist jetzt K.O. Er ist nicht komplett weg, aber er hat nur Lebenspunkte und wir können ihn nur mit einer Schriftrolle wieder auffüllen, die ich nicht dabei habe. Passiert. Aber das ist, wie gesagt, das Spiel baut darauf, dass man häufig verliert, dass man häufig stirbt, um immer besser zu werden, um seine Charaktere abzugeben, beziehungsweise bestimmte Kombinationen zusammenzusuchen, die einem besonders gut gefallen. Es macht zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn, nur mit Fernkämpfern rumzulaufen und einem Nahkämpfer, weil ihr habt gesehen, Fernkämpfer haben das große Problem, dass sie keine Nahkampfangriffe machen können. So, das waren erschreckende 25 Minuten. Hätte ich nicht gedacht, dass das so lang, dass ich so wenig weit komme in 25 Minuten. Aber ihr habt, glaube ich, eine Vorstellung von diesem Spiel bekommen. Es gibt dann noch verschiedene... Ich kann immer noch schnell vielleicht... zum Endboss hinlaufen dieser Zone, um euch das zu zeigen, dass es Endbosse gibt. Ich muss in diese Richtung. Ab der zweiten Zone gibt es immer am Ende des Abschnitts einen Endboss, den ihr besiegen müsst, die immer stärker werden und teilweise richtig krasse Fähigkeiten haben. Und das ist nicht einfach, die zu besiegen.
Da werdet ihr am häufigsten scheitern. Vielleicht sagt ihr, dass euch das Spiel so gut gefällt, dass ihr sehen wollt, wie ich das ganz spiele, wie ich das als Let's Play mache. Dann schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr das gerne als Let's Play sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch, ja, noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.